Hallo meine Freunde und damit herzlich willkommen zu Rainbow Six Siege mit meiner Wenigkeit alleine. Denn warum alleine? Also nicht alleine, sondern mit vier Random Dudes halt, ne? Und ja, warum alleine? Wir haben in der letzten Season mit hoppala, Entschuldigung, mit Dalu und Co. leider nicht genug Aufnahmen rausbekommen. Weil, wie sagen wir es, die Teamaufstellung war nicht vollzählig. Manus ist im Urlaub, wisst ihr ja. Freezy war nicht da. Erdi war nicht da. Dadosh war nicht da. Also hatte keine Zeit. Und ja, da mussten wir halt Ersatz nehmen. Und der Ersatz war Tautau und Maru. Und ja, ja. Maru ist ein relativer Anfänger. Kann man nicht verübeln und ja gut, Tautau theoretisch nicht, aber ihr wisst ja selber, wenn man nicht regelmäßig zusammenspielt, dann haut das halt nicht so ganz hin und dementsprechend wenig war dann auch die Ausbeute. Deswegen mache ich das jetzt hier mit Random Dudes alleine. Secure Area, Bootshaus. Ja, guck mal einfach mal, was rauskommt. Ich habe nicht so hoch ist meine Hoffnung nicht. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich spiele immer mal wieder Rainbow Six privat allein. Und es sind immer wieder sehr interessante Runden dabei. Auch sehr schön. Auch gerade solche Solo-Runden. Auch zum Beispiel heute, also vorhin's auf Deutsch. Da habe ich nämlich, bin in den Spiel reingekommen, 0 zu 2 stand es und bin dann aber halt so ein Mensch, der dann halt aber auch drin bleibt, weil, ach, keine Ahnung, kannst du auch mitspielen und danach, wenn der nächste Round ist, kann man immer noch, sag schon, kann man immer noch gucken, wie es läuft und dann kann man ja immer noch rausgehen, wenn es halt gar nicht geht. Ja, und 0 zu 2 eingestiegen, 3 zu 2 gewonnen, ne? Also die kommen von da hinten. Ja, deswegen. Ganz interessant. Ich habe jetzt hier sicherheitshalber einfach mal den Chat angemacht, den PC-Chat, dass ich überhaupt mitkriege, was, wenn was ist. Ja. Gut, dass sie vom Bootshaus stehen. Oh, was gar nicht so gut ist, wenn das da oben auf ist. Aber sind schon nur mal drei. Also man kann das so, also der Schlitz, das ist die einzige Ausgabung, was man da gegebenenfalls sieht. Ich lege mich jetzt mal hin. Dürfte da mich nämlich theoretisch nicht sehen. 4 zu 3, 4 zu 2. Wie immer, ich halte es so. Defensiv ist für mich defensiv, Angriff ist Angriff. Deswegen, ich chill da lieber hier ab und bin für im Fall der Fälle da, um das Ding zu sichern. Back und wer ist der Letzte? Okay. Ah, gefunden, würde ich sagen. Wupp, alles klar. Immerhin. So, Attack. Guck mal. Klassisch eigentlich Schild, aber ich warte hier mal ab, wenn nämlich andere Schild nehmen, sollen sie gerne Schild spielen. Ich orientiere mich da gerne um.
Weil sonst hätte ich Futze jetzt genommen. Futze ist aber weg. Gucken wir mal, wie sich der andere entscheidet. Er entscheidet sich dafür. Gut, dann entscheide ich mich hierfür. Buck ist eigentlich, also so Buck ist noch eine Alternative, die ich spielen würde, weil ich habe mich mit der Waffe mittlerweile angefreundet. Die ist nämlich sehr, sehr nett. Viel Schaden, kein Rückstoß, Einzelschuss. Damit kann man, wenn man trifft, wohl bemerkt. Okay, Bootshaus. Damit kann man, wenn man trifft, wenn man sicheres Schussverhalten hat. Ja. Schwulz. Hallo. Hallo. Hi. Hoffentlich hat er ihn getroffen. So, ID aber noch erkannt. Jetzt haben wir nur noch ein. Ja. Einer trampelt oben rum. Da kommen wir gar nicht hin. Wir spawnen hier. Na gut, wir hätten auch woanders spawnen können, aber wir spawnen. Perfekte Milligratie. Na gut, fast. So, Turm in Betracht haben. Die Ka Ja, danke. Wollte gerade sagen, die Kamera bitte in Betracht haben. Gut, es sind also auch mal wieder Hurensöhne am Werk. Es ist halt nur die Frage. Ja. Alles klar. Aber sicher, sterbe ich gern dafür. Sterbe ich gerne dafür, alles easy. Hätte das Schild wieder ausfahren können. Jo, er hätte das Schild dafür rausfahren können, aber ey, scheiß doch down drauf, Hauptsache den Schwulz geholt. So, deswegen lohnt sich nicht sowas. Ja, wenn ich im Gegnerteam bin, da lohnt sich solche Assi-Aktionen, lohnt sich nicht, weil ich bleib da auch gerne stehen. Und du wirst immer nur auf mich schauen, wirst denken, ah, wie kann ich das Schild wegficken? Ah, Mann, jetzt mach mal das Schild runter, wieso? Zack, nebenbei fickt dich jemand anders. So ist so einfach ist die Welt. Na, keine Diskussion. Zack. So, beziehungsweise zwei sind ja sogar gelieft. Der eine ist ja irgendwo rumgestraxelt, der andere war ja da unten. Bringt nichts. Bei mir bringt das nichts. Ja. Entweder ordentlich spielen oder lassen. Ist ja auch immer so das. Also ich sagen muss, was ich bei Rambo heute nie verstanden habe, also bis heute nicht verstanden habe, und das Spiel ist ja mittlerweile über ein Jahr alt. Dadurch, dass ich ja mehr 80% im Angriff oder 90% im Angriff Schild spiele, wie man sich, also warum man sich gerade hier, also gerade in diesem Spiel, warum man sich permanent dann auf einen Gegner fixiert. Ich meine, Schild ist gefährlich, so oder so. Aber Schild ist auch nicht unüberlistbar. Ja, deswegen ist das für mich so ein minimales Unding, wie man sich dann permanent immer nur auf eine Person oder auf einen Punkt fixieren kann. Verstehe ich nicht. Das ist mir zu hoch. Weil währenddessen habe ich keine Konzentration auf irgendwas anderes. Bloß halt nur dümmt das Schild an. In den Schild kann im ausgefahrenen Zustand nichts passieren. Also du kommst hinter ihn.
Wenn das Schild relativ schlau ist, kommst du nicht hinter das Schild. So, wir machen jetzt die ganze Kacke hier. Alles klar. Ziemlich risikoreich, aber kann man natürlich machen. Und funktioniert das manchmal auch. Nach Phasen des Dauerfeuers. Und somit hat man ein Wallace Victory. Okay, okay. Da bin ich. Hey. Meine Freunde, lasst ein Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Eventuell mit den Dudes, je nachdem, welche Lobby ich jetzt geschmissen wäre. Bis dann, oder renne Metal End out.